25 zu 21 gewinnt Schwerin den vierten und damit ihren dritten Satz und damit dieses Spiel in der Schweriner Arena vor über 1500 Zuschauern. Pflichtaufgabe für Schwerin ist also erfüllt, das Heimspiel gewonnen. Nun wartet man auf die Ergebnisse von Wiesbaden. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie
Johannes Enke. Erstmal einen Glückwunsch an die Mädels, ihr wart super. Alles Spiel war fantastisch. Danke. Natürlich bin ich nicht zum ersten Mal bei einer Boycott-Veranstaltung, aber in dieser neuen schönen Halle, das war wirklich tolles Publikum, war toll, und es hat schon mitgerissen. Ja, klar, ich habe zu Boycott gespielt in meinen jungen Jahren, aber lange nicht mehr dann. Also die Jungen, das gehört mir nur noch Applaus von mir, das Schlusswort. Ja, wir sind jetzt dann dagegen aus, nachdem wir diesen Sport, nach einem Hans-Gerhard vorgenommen. Hast du das jetzt alles so erreicht, wie du das möchtest? Oder sagst du, du hast immer eine Menge Herausforderungen? Ja, natürlich geht das Leben lang Sport weiter, gar keine Frage. Und ich habe nach einigen anderen Dingen jetzt seit vielen Jahren eine Kammschule und gebe Kammunterricht und drei Wörter aus Kammschule. Kammer werden jetzt alle Vorträge haben, Fotostellen. Also ich mache eine ganze Menge. Wo müssen wir denn kommen, wenn wir hier bei Bügeltische mal einen Urlaub machen und eine Kammer aus drei Wörter? Es ist 2 Stunden 30 Minuten von hier. Ich das ist Süd. Börmann zu tun, das liegt in der Nähe von Potsdam, Berlin. Ganz bestimmt. Ganz idyllisch. Vielleicht noch mal eine abschließende Frage. Dein wichtigster Sport ist der Erfolg, wenn du jetzt diese ganzen Titel so siehst. Oder kannst du was mit dir alles sagen? Weil du hast ja immer gefragt, wie du mit dem und jetzt weiter, aber das wird was machen. Jeder Erfolg war schön und natürlich vor allen Dingen wie auch in den Viererteams war wunderbar mein letzter Erfolg in Athen mit meinem Viererteam Gold mit 42 Jahren, das war gigantisch. Aber auch der erste Titel mit 18 war schön. Also,